Hey Leute und herzlich willkommen. Ich musste leider das Programm, das Spiel komplett neu starten. Das heißt auch, das Let's Play wird von vorne gestartet, da ich mir einen neuen Laptop zugelegt habe und mit dem voll und ganz bis zum Football Manager 23 durchstarten möchte. Ich habe einen Offline-Spielstand schon gestartet. Möchte aber mit euch einen Let's Play-Spielstand starten und zwar mit meinem Lieblingsverein Sturm Graz. Mal schauen, wie weit wir da bis November reinkommen. Ja, und ich würde euch bitten, Kommentare hinterlassen, Transfervorschläge zu hinterlassen. Das Ganze schaut so aus, ich werde entweder Highlights reinbauen zu den Spieltagen. Ich werde auf euch natürlich hören, ganz klar. Und ja, dann auch auf Beschwerden natürlich und ja, dann starten wir mal rein hier mit einer neuen Karriere. Sturm Graz, ganz klar. Dann gehen wir auf erweiterte Datenbankoptionen. Ihr seht die geschätzte Spielgeschwindigkeit. Ich habe eingebaut. Liegen hinzufügen, entfernen. Ich habe China eingebaut, weil dort natürlich auch sehr viele sind. Habe USA eingebaut. Argentinien und Brasilien sowie Österreich, Italien, England, Deutschland, Frankreich, Spanien, Slowenien, Dänemark holen wir jetzt auch dazu. Kroatien können wir auch dazu holen. Schauen wir mal, was das macht gar nichts aus. Ich wähle da nur betrachtbar, weil es Sinn macht, denke ich mal. Ob ich scrollen kann man nicht, ne? Dann sehr viel liegen, aber mein Rechner haltet das aus. Gehen wir mal auf Groß. Gehen wir mal auf Groß, genau. Und wir nehmen da die frühe Vorbereitung und sehen uns dann in der frühen Vorbereitung. Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr dabei einen Daumen nach oben da lassen und natürlich auch einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und da starten wir jetzt dann wirklich durch. Ich werde mich bemühen, jede Woche mindestens ein Video rauszuhauen. Entweder ein Highlights und ein bisschen zusammengeschnitten natürlich. Und von dem her starten wir rein in die frühe Vorbereitung. Ja. Somit sind wir da gleich mal in der ersten Partie drin. Das will ich eigentlich nicht. Terminplan. Dann haben wir gleich als erstes, kann man nicht das Testspiel absagen. Dieses Testspiel sagen wir ab. Weil ich natürlich das nicht hier brauche. Bevor im Ligastart ist. Testspiel gegen die eigene B11 natürlich. Und dann machen wir da eines mit einer sehr geringen Reputation. BRC WAZ Juniors und dann machen wir. Das muss eigentlich passen, genau. Das passt dann Dienstag, Sonntag und dann da das Spiel. Dann sind wir da zufrieden. Samstag passt. Können wir dann immer so ganz gut spielen. Perfekt. Dann schauen wir gleich in die Taktik rein. Ich habe die Tormaschine ausgewählt. Ich habe das so eingestellt, dass es meine eigenen Taktik sind. Ich habe da gemerkt, dass diese Taktik ganz gut funktioniert. Ich spiele sehr offensiv mit einem kürzeren Passspiel, flache Flanken, geduldig spielen sowie einem extrem hohen Tempo. Das sollte natürlich trainiert werden auf Innenverteidiger, also um kurzes Aufbauspiel sowie Konter und Gegenpressing, so eine Art wie Liverpool oder Red Bull Salzburg. So, dann haben wir viel höhere Pressinglinie sowie Standardlinie. Und wir spielen da mit zwei falschen Neunern und einem Stoßstürmer und Mittelfeldzentral sowie Metzeler, zentraler Mittelfeldspieler und Metzala, dann einen kompletten Flügelverteidiger mit Gazi Begovic Stante, mitspielender Torwart natürlich wichtig. Und die zweite ist ein 5-2-3-System. Das ist eine offensivere Ausrichtung, kürzeres Passspiel, geordneter Spielaufbau. Dann aus der Defensive der geordnete Spielaufbau. Ja, damit es gerade um sie
ungefähr eine Übersicht habt. So, muss ich da wieder aussehen. Wieder da her. Und dann schauen wir zum Training. Und zwar sollten wir eigentlich, wo ist denn da der Kalender? Fitness machen in der ersten Woche, was also ausschaut. Und dann mehr Taktik, aber diese Taktik, Trainingssachen und so stellen wir dann ein. Ja, diese ganze Sache überspringen wir natürlich dann. Transferfenster ist offen, 15 Millionen Red Bull Salzburg. Ich habe natürlich die neuen Formationen da drin mit Höhlund, ja, darf nicht mit weichen D ausgesprochen werden. Hat er selber in einer Pressekonferenz, beim Trainingslager gesagt, habe ich in einem Video gesehen. Ja, Husbeck setzen wir natürlich auf die Transferliste, den würde ich nicht mehr brauchen. Transferstatus auf Transferliste. Und um ca. 500k. So. Das bestätigt man natürlich. PRC hat Interesse. Klingt auch nicht so schlecht. So, da haben wir eine Antwort nötig. Aktuelle Vorgaben akzeptieren wir natürlich. Nachwuchs fördern, das ist ganz klar. Für all jene, die den SK-Sturm nicht kennen, wo ist denn das hin? Da unten steht's. Wir haben dreimal die Meisterschaft gewonnen, fünfmal den österreichischen Cup. Ich hätte da irgendwo jetzt einmal diese Chronik-Wettbewerbe. Da können Sie sich das anschauen. Sturm, ja, was ist das Ziel dahinter? Das Ziel dahinter ist, dass wir in die Champions League kommen, dass wir unter Umständen vielleicht Meister werden im ersten Jahr schon, ist aber nicht unbedingt Pflicht. Aber mit der Taktik scheint es locker leicht zu sein, vor allem mit beiden Taktiken. Was ich weiß, geht Dante ziemlich früh in der Saison. Und ja, dann überspringe ich diese Testspiele und wir sehen uns dann nach dem Spielen im ersten Spiel oder in den Highlights des ersten Gegners. Und das wäre dann, wo ist der Terminplan, das wäre dann USC Eugendorf und dann die Austria. So, dann haben wir das ja gemacht, haben das Ganze übersprungen. Im Testspiel haben wir 15:1 gegen die WRC DAZ Juniors Köflach gewonnen. Da war ganz klar ein doppelter Hattrick dabei von Höhlund und Geierhofer. Und das Testspiel gegen die eigene B11 haben auch 14:0 gewonnen. Jetzt steht der USC Eugendorf am Plan. Ja, das passt irgendwo. Kitteschwili, Affengruber, Geierhofer. Husbeck wird wahrscheinlich wechseln, die haben vom WRC eine Anfrage bekommen. Ostente will wechseln, ja, will zu Ostente wechseln, so schaut's aus. Jäger haben wir verkaufen können, kann ich euch auch sagen. Transferchronik: Husbeck ist zum WRC gegangen. Christian Grazer ist als Torwarttrainer gekommen, so das wollen wir nicht. Jäger muss die Anfrage noch annehmen anscheinend. Und da schauen wir jetzt ins Spiel rein. Ich weiß, was wir können. So. Und dann starten wir rein ins Spiel. Da sind natürlich nur die umfassenden Highlights dabei. Schneiden wir alles zusammen. Tischwilli, Geierhofer. Und da natürlich Höhlung mit dem ersten Saisontor. Höhlung. Und das ist wunderbar gewesen. Schauen wir noch einmal die Wiederholung an. Geierhofer. Auf Stankovic, der bringt den in die Tiefe und Heulun mit dem 1:0 für den SK Sturm hier im Cup. Eckball Janča und Niklas Geierhofer trifft hier zum 2:0. Was ist hier genau passiert? Zack, Geierhofer, okay, über dem Torhüter drüber. Müssen wir natürlich Lob aussprechen. Naja, wenn 34 Schüsse und 10 Schüsse aufs Tor gehen und keiner landet im Tor und die haben ja überhaupt nichts zusammengebracht. Weder neben das Tor, noch auf das Tor, noch irgendwas. Sieht doch ganz genial aus. So, und die nächste Großchance. Janča, Geierhofer,
Affenko auf diese Position setzen. Lamprechts. Jagdhort. Neubauer, also, oh, was ist jetzt los? Jetzt haben sie wahrscheinlich die erste große Möglichkeit. Nicht, was ich wüsste. Janča mit dem 3 zu 0. Gregory Wüttrich statt Geierhofer. Wechsel in der 73. Minute und daher wollen wir ja was daraus machen. So, Burschen, jetzt geht's aber los. So viele Großchancen und so wenig Tore. Bitte Schwilli mit dem 4 zu 0. Affengruber bringt den Ball hinein. Janča auf Janča. Janča macht eine Drehung und sieht hier Kiteschwili. Und hier steht es dann 4 zu 0. Zutner schließlich Transfer zum FC St. Pauli ab. Was haben die St. Pauli vor? Haben sie Jäger gekrallt? Auch hier gar nichts. Schauen wir die Auslosung an. Wir mal alle Teams ziehen. Normalerweise bin ich immer in der zweiten Runde gegen Red Bull Salzburg, aber diesmal bin ich gegen FC Machfeld Donauauen. Sind wir gegen FC Machfeld Donauauen aus Wien wahrscheinlich, so wie man das scheint. Im Losglück. Ja. Und das ist natürlich eine Frage zum neuen Torwarttrainer. Wir haben ja auch sonst einen Torwarttrainer, den ich persönlich eigentlich aus meiner Fußballzeit kenne, den Stefan Oswald. Waren da die Mitarbeitertrainer zufällig, die neigen. Mitarbeiteraufgaben. Und die Mitarbeiter, da, Trainerstab. Stefan Loch. Was ist hier los? Warum wird man die Mitarbeiter nicht ordentlich angesagt? Mal ein. Also, UK18, U18 Trainer. Bei meiner Zeit von SK Werndorf, also in der U19 mit mir zusammengespielt und dann anscheinend war er Trainer geworden. Das ist ja natürlich gute Werte, mein Freund. Auch bei Bad Gleichenberg. Ja, von dem her würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im Spiel gegen die Austria sowie gegen TSV Hartberg. Und wenn ich das ganz kurz schneiden will und nur die Highlights rausschneiden will, dann mache ich das so, damit mehr Spiele reinkommen, damit mehr rauskommt. Und größere Spiele wie gegen LASK oder gegen Salzburg, RC, sagen wir mal, Salzburg. Sondern natürlich interessanter oder die Europa League-Spiele, wie die Transferqualifikation. Ja, von dem her sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, grüß euch.